Als nächstes am Wort der Finanzminister Hans-Jörg Schelling von der ÖVP. Ein paar Anmerkungen seien mir gestattet. Wir werden nicht auf Details dieses Bundesfinanzrahmens eingehen, weil da noch Gelegenheit ist, das im Budgetausschuss ausführlich zu besprechen. Die Rahmenbedingungen waren nicht günstig, denn es sind aus meiner Sicht Bereiche zu finanzieren, die wir finanzieren müssen. Aber dieses Geld hätte ich gerne und liebend gerne, habe ich auch gesagt, anders eingesetzt. Da bin ich durchaus dabei, dass wir wichtige Themen haben. Herr Abgeordneter Luga, könnte jetzt eine Wette eingehen. Ich behaupte hier, dass ich länger Finanzminister bin, wie Sie Clubobmann. Aber zur Not werden wir es sehen. Aber weil Sie die Bildung ansprechen, möchte ich schon eines dazu sagen, warum ich das so gewählt habe. Hätte man jetzt dotiert, mitten in den Verhandlungen zum Finanzausgleich, und Sie wissen, Bildung ist auch Länderangelegenheit, hätte man jetzt dotiert, mitten in der Diskussion über eine Bildungsreform, dann wäre nichts mehr passiert. Und da habe ich mich entschlossen zu sagen, wir nehmen das in den Strategiebericht auf, aber ich möchte jetzt gerne geliefert bekommen, was zugesagt ist. Warum ist es wichtig? Wir haben eines der teuersten Bildungssysteme mit einem, wie wir alle wissen, relativ schlechten Output. Und Sie alle verlangen zu Recht, und ich verlange das auch, dass wir nicht nur immer mehr Geld in die Systeme pulvern, sondern auch einmal schauen, was kommt mit dem Geld heraus aus dem System. Und da haben wir in vielen Bereichen durchaus zu Recht, wie Sie sagen, Nachholbedarf. Dazu stehe ich auch. Wenn man sich anschaut, Kollege Strolz ist, glaube ich, gerade nicht da, aber um diese Transparenz, die er angesprochen hat, herzustellen, habe ich ja die VAV erlassen, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft nachvollziehen können, wie auf der föderalen Ebene das Geld verwendet wird. Das war ein ziemlicher Kraftakt, die umzusetzen, aber sie ist in Kraft und sie wird entsprechend vorbereitet. Und weil von der Transparenzdatenbank die Rede war, sie wird in zwei Feldern verbindlich jetzt befüllt, und zwar in den Feldern Energie und Umwelt. Und anhand dieser Daten, die die Länder jetzt einliefern, wird es detaillierte Analysen geben, ob diese Daten geeignet dazu sind, dass wir die Förderungen aufgrund der Erkenntnisse aus der Transparenzdatenbank steuern können. Weil der Kollege Kogler von der Energieumwelt gesprochen hat, wäre für mich zum Beispiel die Frage spannend zu beantworten in der Transparenzdatenbank, nämlich zu sagen, in welchem Land wird zum Beispiel alternative Energie, bleiben wir beim Beispiel Solar, gefördert. Und dann müsste ja herauskommen, dass in dem Land, wo die größten Förderungen sind, auch die meisten Solaranlagen sind. Und sollte das nicht herauskommen, dann können wir mit dieser Erkenntnis beginnen zu steuern. Und daher habe ich die Länder davon überzeugt, dass sie im Bereich Umwelt und Energie alle Daten einliefern. Und wir den nächsten Schritt für die Befüllung der Transparenzdatenbank gehen. Nun können Sie natürlich sagen, naja gut, das ist jetzt einmal ein Beginn. Das stimmt auch, es ist ein Beginn. Aber bisher haben wir den Beginn nicht geschafft. Und ich sage immer, wenn du am Ziel ankommen willst, musst du auch den ersten Schritt tun, den haben wir dort gemacht. Es war auch dieses nicht einfach, aber immerhin ist es jetzt gelungen. Und Herr Kollege Haider, ganz ehrlich, Sie haben gesagt, Sie regieren in Oberösterreich mit und darum ist es dort besser. Sie haben auch in Kärnten regiert, dort war es jetzt nicht ganz so gut. Aber in Oberösterreich kann ja nichts passieren, weil Büringer darauf aufpasst, dass da nicht zu viel passiert. Und jetzt möchte ich, Ihnen sagen, wenn Sie so hören, den von mir sehr geschätzten Vorsitzenden des Staatsschuldenausschusses zitieren. Ich darf in Erinnerung rufen, die Journalisten sagen mir immer, die Rache der Journalisten ist das Archiv. Meines auch. Darf darauf hinweisen, was zum Budget 2015 gesagt wurde und komme dann auf den Staatsschuldenausschuss. Es wurde gesagt, das schafft ihr nie, das Budget wird nicht halten, das Budget ist auf Sand gebaut, das Budget ist eine Budgetlüge, es sind unrichtige Budgetzahlen. Und der Fiskalrat, Vorsitzender Fellerer, hat im Mai 2014 für das Budget 15 vorhergesagt, dass wir ein strukturelles Defizit von minus 0,9 haben. In der Prognose Juli 2014 minus 0,9 und in der Prognose Mai 2015 minus 0,6. Meine sehr geehrten Damen und Herren, alle lagen falsch.
Denn wenn ich mir das Ergebnis des Budgetvollzugs 2015 anschaue, so liegen wir nicht bei 0,9 minus, nicht bei 0,6 minus, sondern wir liegen nach Statistik Austria bei 0. Und das Maastricht-Defizit ist statt 1,8, 1,2. Und jeder wird jetzt beim nächsten Finanzrahmen, der übrigens kein Budget ist, und das möchte ich noch einmal in aller Deutlichkeit festhalten, ja, wird es dieselbe Kritik natürlich wiedergeben. Was sollen Sie denn sonst machen, als zu behaupten, es hält nicht? Aber schauen Sie doch bitte selbst einmal in Ihre Archive, was Sie immer behauptet haben zu den Budgets und was am Schluss eingetreten ist. Vielleicht können wir uns dann darauf verständigen, in eine sachliche Diskussion dazu einzutreten. Und ich sage Ihnen auch eines sehr klar. Die Budgetzahlen 2015, die besser sind als geplant, sind überhaupt kein Grund zum Jubeln. Überhaupt kein Grund zum Jubeln. Und es gibt auch keine, die jetzt jubeln dürfen über so wahnsinnig viel mehr Geld. Denn eines muss klar sein, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, zum Beispiel das Wirtschaftswachstum nicht hält, wie es jetzt prognostiziert ist, übrigens die IWF-Zahlen haben nur so am Rande auch noch nie gestimmt, wenn es bei der Arbeitslosigkeit etwas tut, wenn die Flüchtlingsströme nicht einzudämmen sind, dann wird das Budget anders aufzusetzen sein als der Budgetrahmen, das jetzt vorsieht. Und daher muss sich am Schluss... Mein Gott, wenn du von einem Geständnis redest, das ist ja fast eine Selbstanzeige. Was will ich damit sagen? Wir setzen diesen Budgetrahmen unter schwierigsten Rahmenbedingungen auf. Und ich darf zum Budget 2015 und dessen Abschluss noch sagen, wir haben uns wirklich geirrt. Es war nämlich im Budget 2015 ein Wachstum von 1,5 geplant. Wir haben nur 0,9 geschafft und trotzdem wesentlich bessere Budgetzahlen geliefert. Das heißt, wir werden alle Anstrengungen unternehmen müssen, in der Konsolidierungsvorbereitung für den Budgetvollzug aller Folgejahre so strikt wie in der Vergangenheit vorzugehen. Sonst wird es eindeutig so sein, dass wir in einzelnen Bereichen nachjustieren müssten. Daher bin ich davon überzeugt, dass hier seriös dieser Finanzrahmen aufgesetzt wurde. Und Sie werden ja auch eine Unterlage bekommen für eine ganz langfristige Prognose bis ins Jahr 2060. Das gefällt mir persönlich immer besonders, dass jemand bis 2060 vorhersagen kann. Wir tun uns schon schwer, 2020 vorherzusagen, aber soll es so sein? Weil man ja daraus nicht detaillierte Zahlen ablesen kann, sondern mögliche Trends. Und auch diese von WIFO erstellte Langfristprognose zeigt eindeutig, dass wir Bedarf an strukturellen Reformen haben. Das zeigt das ganz eindeutig. Und jetzt ist eine Situation, wo ich noch einmal da betone, mir wäre es auch lieber gewesen, statt den 1,5 Milliarden, die wir in die Sicherheit stecken, übrigens ein Teil davon, 6-Parteien-Antrag des Parlaments, mache ich darauf aufmerksam, in Investitionen zu stecken, in ein verbessertes Wirtschaftswachstum zu stecken, in eine sinkende Arbeitslosigkeit zu stecken. Aber es wird halt nicht anders gehen im Moment und deshalb sage ich, es ist richtig, diese Maßnahmen jetzt zu setzen. Wenn Sie die Gegenfinanzierungsmaßnahmen sich anschauen, ich meine, es hat ja auch viele, hätten sich ja darüber gefreut, wenn der Verfassungsgerichtshof einzelne Bestimmungen aufgehoben hätte, hat er nicht. Er hat bestätigt, dass das verhältnismäßig ist, was hier gemacht wird im Bereich der Registrierkasse. Und manche werden sich darüber vielleicht nicht gefreut haben, manche hätten sich darüber gefreut. Was wir positiv noch einmal einstellen, weil es auch um den Standort geht, ist die beschlossene Lohnnebenkostensenkung, die für den Standort ein wichtiges Signal ist, dass wir dort hinein tatsächlich investieren, Arbeitskosten attraktiv so zu machen, dass die Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist. Ich darf Ihnen schließlich noch ganz kurz im Überblick darstellen, auf welchen Zahlen der Finanzrahmen basiert. Er basiert im Wesentlichen auf einem Wachstum der nächsten Jahre, das vom WIFO prognostiziert ist, zwischen 1,5 und 1,6%. Er basiert darauf, dass die Arbeitslosigkeit ziemlich konstant bei Eurostat etwa 6,3% zu liegen kommen wird, obwohl viele Vorhersagen, wenn Sie sich zurückerinnern ans letzte Jahr, darauf aufgebaut haben, dass die Arbeitslosigkeit 2018 eine Kehrtwende machen wird und wieder nach unten gehen wird. Wir gehen nicht davon aus, dass das eintritt.
Wenn man über das strukturelle Defizit spricht, kann ich sagen, wir sind auf dem Finanzrahmen so, dass wir die 0,5 durchgerechnet in den Finanzrahmen einstellen. Darf ich Ihnen aber auch berichten, dass ich am Wochenende, Freitag, Samstag in Amsterdam beim informellen ECOFIN war und dort ein neues Berechnungsmodell vorgelegt wurde, das jetzt in eine tiefere Analyse geht. Und ich darf Sie daran erinnern, dass Österreich es war, das diese Diskussion ausgelöst hat, weil ich völlig bei Ihnen bin, die Dinge sollen transparent dargestellt werden. Und natürlich ist es richtig, dass wir unter diesen Voraussetzungen es mit dem Maastricht-Defizit noch nicht schaffen, auf Null zu kommen. Und das Maastricht-Defizit ist unverfänglich, weil das hat eine ganz einfache Berechnungsbasis durch die Statistik Austria und Eurostat, während das strukturelle Defizit sehr schwer zu berechnen und darzustellen ist, haben wir die Planung so aufgesetzt, dass wir im Jahr 2020 mit 0,4 durchkommen, das heißt mit einer klaren Tendenz nach unten. Und wenn sich die Situation und die Rahmenbedingungen halten, bin ich überzeugt davon, dass wir so wie im 15er Jahr ein besseres Ergebnis schaffen und die Null erreichen werden. Aber es wird uns nicht davon abhalten, wenn man die Langfristprognose anschaut, diese zusätzlichen Reformschritte setzen zu müssen. Und das ist in einigen Bereichen das der Fall. Den Pessimismus, den Sie zum Finanzausgleich haben, den teile ich nicht. Es ist einiges in Bewegung gekommen. Wir werden jetzt sehen, wie die nächsten Verhandlungsrunden laufen. Aber ein Beispiel, das aus den Verhandlungen vom Finanzausgleich kommt, habe ich Ihnen dargestellt. In diesen zwei Segmenten wird nun die Transparenzdatenbank befüllt. Das ist ein erstes Verhandlungsergebnis in diesem Bereich. Zu Recht haben Sie das alle gefordert. Erster Schritt ist gesetzt. Ich glaube, dass wir in der Diskussion im Budgetausschuss hier sehen werden, dass dieser Bundesfinanzrahmen solide aufgesetzt ist und wir alle Anstrengungen unternehmen werden, durch die entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen den Rahmen auch halten zu können. Vielen herzlichen Dank. Argumentiert der Finanzminister Hans-Jörg Schelling von der ÖVP.